Wir sind hier im Escape Room Mission Rocky Beach, die drei Fragezeichen. Und wir haben ein Interview, nämlich mit dem Game Designer, Dan Gabriel. Was sagt Gabriel? Ja, ist beides gut. Lass mal Dan Gabriel, dann müssen wir das nicht schneiden. Ne? Nein, wir freuen uns sehr. Vielen Dank, dass wir mit dir, wir dürfen ja du sagen, glaube ich, aber mich bitte sitzen. Nein, den Gag mache ich immer wieder. Nein, Spaß. Auch du, ich bin der Phil von der Filmseite. Und wir freuen uns echt, dass wir heute hier dabei sein dürfen. Ne? Heute ist ja Presse-Preview hier. Wir sind leider nicht alleine. Was heißt zum Glück? Wir haben hier weibliche Unterstützung. Von uns. Wo seid ihr denn? Berge Gladbach Stadtverzeichnung. Christoph Kolibri. Von wo bist du? Filmseite. Okay. Aber wir wollen ja nicht viel spoilern. Also wir können das ja jetzt ohne Spoiler machen. Warum hast du das gemacht? Also warum Room Escapes oder warum die drei Fragezeichen? Die Spielleiterin sagt uns jetzt gerade, was da losgeht. Okay, warum Escape Rooms? Ich habe mich lange Zeit sehr viel mit Spielen auseinandergesetzt und komme auch ein bisschen aus dem interaktiven Theater, aus dem Geschichtenerzählen. Und da sind Escape Rooms eine nette Synthese von beiden. Ja, also weil hier sowohl ein interaktives Spiel passiert, aber auch eine Geschichte erzählt werden kann und die Leute direkt im Geschehen, direkt immersiv im Erlebnis mit dabei sind. Das ist das, was mich an Room Escapes eigentlich am meisten interessiert hat. Sepp hat so eine Lampe bekommen. Die brauchen wir, weil es in dem Raum jetzt dunkel ist. Jetzt geht's los, alles ist dunkel. Aber wir müssen nicht leise sein, ne? Nee, geht mal nicht. Wie? Okay. Okay, was müssen wir als erstes tun? Und warum die drei Fragezeichen Room Escapes? Weil es einfach richtig gut zusammenpasst. Die drei Fragezeichen sind Krimibücher. Krimigeschichten sind ideal für Room Escapes, weil es eine klare Fragestellung gibt. Ja, wer war es? Wer hat es getan? Warum ist es passiert? Wie ist es passiert? Das sind alles Dinge, die in einem Room Escape einfach beantwortet werden können und eine Aufgabe für die Spieler stellen. Wir haben jetzt genau 60 Minuten Zeit, um den Raum zu verlassen. Hinzu kommt, ist, dass die drei Fragezeichen sehr stark durch Teamarbeit gekennzeichnet sind. So, wie läuft's? Kriegt er das hin, dass wir endlich Licht haben hier? Wir haben nämlich immer noch kein Licht. Und die Teamkollegen. Ah! Licht, ihr habt es geschafft zu lösen. Jo. Perfekt. Hier ist ein Geheimraum. Geht da mal rein, bitte. Ich möchte aber nicht. Das sind drei unterschiedliche Figuren, die alle verschiedene Eigenschaften haben. Und das spiegelt sehr gut die Realität für Room Escapes. Wir sind hier in diesem Escape Room und ich bin Sepp gefolgt. Sepp hat die Kamera wieder liegen gelassen. In einem Schacht und ich weiß nicht, was hier los ist. Welche besonderen Beweggründe auch, die dich geprägt haben bei den drei Fragezeichen? Also irgendwas Persönliches, was du so vielleicht jetzt keinem sagen würdest, aber uns. Geheimnis? Also so irgendwas, was dich wirklich prägt mit. Was du wirklich persönlich siehst, die drei Fragezeichen. Ein absolutes Geheimnis. Ein absolutes Geheimnis, das bleibt auch echt. Dass niemand weitergesagt werden kann. Wird nicht weitergesagt. Dahinter. Ich habe vor dem Projekt nichts mit den drei Fragezeichen zu tun gehabt. Okay, also, dann. Wir brechen Interview jetzt ab, würde ich sagen. Genau. Warum? Weil es mir ermöglicht, von außen an die Dinge ranzusehen. Wenn man ganz knapp dran ist, dann ist man leicht betriebsblind. Fällt mir das witzigerweise leichter. Mhm. Ja, ich sagen kann, okay, das und das und das und das, das kann ich gut mit einbauen und nicht das und das und das, oh mein Gott, das muss ich jetzt unbedingt, weil, stimmt, und voreingenommen ist besser manchmal. Alles klar, wir behalten das wirklich für uns. So, wir machen weiter, wir haben nicht so viel Zeit. So könnten wir uns Stunden unterhalten, weil ich rede auch viel, aber ich lasse dich reden. Ich höre jetzt auf zu reden, ich stelle nur die Fragen, weil das ist sehr uninteressant, was ich sage. Ne? Any moment now. Okay. War das von Columbo? Ne? Das ist ein Insider von dir. Okay. Ein Geheimnis. Also sein Geheimnis. Wir waren ja vorhin in der Pressekonferenz auch und da hattest du auch erzählt, ihr hattet hier Testpersonen gehabt. Wie viele waren es insgesamt? 35 Gruppen. 35 Gruppen, okay. Und die Gruppengröße 5 bis 6 Leute.
5 bis 6 Leute, was ist die maximale Zahl an Personen, an Teams? 6, also an Personen im Raum? Ja. Sind 6 Leute. 6 Leute, okay. 4 Reihen haben wir, das heißt 4 Teams zeitgleich maximal. Okay, dann ist okay. Eine Stunde dauert ein Spiel. Also cool. Ich meine die Erfolgsquote. Nach oben steigend? Also die Erfolgsquote von den gelösten Fällen. Genau, also sind, von den 35 Tests. Das sind die Network bei 60%. Und die Zielsetzung ist, dass man die Sachen noch ein bisschen tweakt, noch ein bisschen dran feilt, dass die weiter nach oben. Das weiter nach oben geht. Ehrgeizig, wenn ich zum Beispiel es nicht schaffe, heute diesen einen der Räume zu lösen, dann entweder nehme ich den auseinander, ich habe eine gute Versicherung. Daran ist, dass die Leute meist knapp vor Ende, also nicht fertig werden. Jetzt läuft's oder nicht? Einmal gefloppt. Nein, das ist ganz schlimm. Zwei Minuten, wir beeilen uns. Okay. Ich kann nichts dafür, der Kameramann fragt die ganze Zeit. Alles klar, ja. 2 Minuten. Okay, komm, Mist. Okay. Du musst ja schneller. Das war gut, wie du das gesagt hast. Kann man das so nehmen oder weil ich nur vorher Schnitt gesagt habe? Mach einfach. Kannst du mal einen Schlusssatz sagen? Ich habe aber weiterlaufen lassen. Okay, wir lassen einfach weiter drin sein. Also, okay, wir sind heute an Katzi. Frustrationsrate. Gab es denn Leute in den Testpersonen, die, so wie ich halt gerade gesagt habe, ausgerastet, also nicht ausgerastet sind, aber die gesagt haben, scheiße, ich will das. Bisher noch nicht. Die Rückmeldung war wahnsinnig positiv. Ja? Und ich glaube, das liegt ganz stark daran, dass man mit den 3 Fragezeichen gemeinsam an den Fall hineingeht. Ja, klar. Eine geht noch. Noch 2, ganz schnell. 2 Dinge. Was erhoffst du dir? Wie war ja bei dir? Rave Reviews. Im Großen und Ganzen, das, was mir wirklich, wirklich wichtig ist, dass die Leute herkommen, dass sie Spaß haben und dass sie mit einem leuchtenden Augen wieder hier rausgehen. Gut, dann haben wir die Frage jetzt auch 3 Worte, wieso die hier hinkommen sollen, hast du es gerade gesagt. Alfred Hitchcock war damals, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich hab's auch, ich weiß es natürlich, war Schirmherr von den 3 Fragezeichen. Er selber hat ja nie was verfasst. Wirklich genialer Typ eigentlich, der Alfred Hitchcock. Wenn er jetzt noch am Leben wäre, was würde er zur Mission Rocky Beach sagen? Ich hoffe, dass es ihm gefällt. Ich meine, Gott, letztendlich eine der Sachen, die er machen wollte, war intelligentes Entertainment. Ich hoffe, da sind wir gut mit dabei. Perfekt, geiler Schlusssatz. Vielen lieben Dank, wir freuen uns sehr, gleich hier zu spielen. Wir müssen jetzt leider raus. Warte ganz kurz, aber das Programm geht jetzt noch einmal. Hast du halt selber hier schon gespielt? Ah, ne, ist ja langweilig. Oh. Dumme Frage, kommt trotzdem rein. Alles klar, Dankeschön. Passt. Vielen Dank. Tschüss. Oh, Mann. Philipp, wie war's? Ja, wir haben es leider nicht geschafft.